Ich heiße Ingrid Noll. Ich wohne in Weinheim an der Bergstraße, der Toskana Deutschlands. Mein Beruf ist Schriftstellerin. Ich werde jetzt als nächstes Donna Leons neues Buch lesen. Das hat mein Mann aber gerade noch in den Fängen gehabt, deswegen muss ich noch ein ganz bisschen warten. Ich schreibe immer an derselben Stelle in meinem kleinen Arbeitszimmer. Das ist zwar winzig, hat aber Fenster über Eck und da steht mein Rechner und da sitze ich dann immer, schaue hinaus, sehe einen Kirschbaum und manchmal ein Eichhörnchen. Denn ich lege immer frische Haselnüsse aufs Fensterbrett und dann kommt das raufgeklettert, sitzt hinter der Scheibe und wir gucken uns an. Ich schreibe, es frisst. Irgendwann pocht eine Gestalt an, denn es geht bei mir ja hauptsächlich um Menschen, gar nicht so sehr um die Morde und die bösen Taten, sondern um Beziehungen von Menschen. Und dann überlege ich eine ganze Weile, also jedem Roman geht eine Schwangerschaft voraus, über wen will ich schreiben, was sind das für Leute. Und die muss ich mir sehr gut vorstellen können, die müssen richtig lebendig, plastisch werden. Ich muss alles über die wissen, selbst wenn es nicht im Buch direkt vorkommt. Es kann daran liegen, dass ich relativ alt war, als ich anfing zu schreiben, nämlich Mitte 50. Vielleicht hätte ich mit 20 eine Liebesgeschichte geschrieben, aber in diesem hohen Alter hatte ich schon so alles Mögliche an Gemeinheiten und Boshaftigkeiten gehört und wollte das ganz gerne zu Papier bringen. Es geht eigentlich hauptsächlich um eine Menschengeschichte, um Beziehungen von Menschen untereinander. Aber wie der Titel auch schon sagt, über Bord, es geht auch um eine Kreuzfahrt, die sich natürlich sehr eignet, dass man Menschen dicht zusammenbringt, die sich nicht aus dem Wege gehen können. An Bord geht eine Frau Mitte 50 in den Wechseljahren, die etwas frustriert ist, sie heißt Ellen. Sie hat einen ziemlich langweiligen Job beim Einwohnermeldeamt. Sie ist geschieden, hat zwei Töchter, die auch nicht ganz so funktionieren, wie sie sich das gewünscht hätte und immer unmögliche Freunde haben. Sie hat eine alte Mutter, die wohl bald pflegebedürftig ist. Sie und ihre Tochter Amalia, die 24 ist und eine lebenslustige und fröhliche junge Frau, werden eingeladen von Gerd und seiner Frau Ortrud und mit denen zusammen fahren sie jetzt aufs Meer hinaus. Ich schwimme gerne in Seen, wo nicht so hohe Wellen sind, denn ich bin sowas wie eine alte, träge Ente. Ich schaue auch gerne auf Wasser, aber auf hoher See werde ich manchmal seekrank. Das ist ein abscheuliches Gefühl, das möchte ich auch keinem gönnen. Aber wenn man dann wieder an Land geht, ist es wunderbar. Dann ist die Seekrankheit im Nu überwunden.